Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4. Wir sind jetzt hier beim geheimen See und müssen mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich denke, als erstes werde ich mich mal ausrüsten und dann schnell entweder durchs Wasser schwimmen oder erstmal nach Alligatoren Ausschau halten. Ich bin der Meinung, es gibt hier noch ein paar. So, ich gehe jetzt einfach mal ganz schnell hier rüber. Ja, nee, du kriegst mich nicht. Oh Gott, er kommt ins Wasser, er kommt ins Wasser. Komm ich hier raus? Oh Gott, da kommt der Nächste. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. So, geh mal bitte schnell, schnell, schnell. Ja, und jetzt und ja, jetzt kannst du draufballern, so richtig. Ja. Ein bisschen Abstand gewinnen. Oh Gott, dieses Getippel. Gott, nein, nein, friss mich nicht. Oh Gott. Großes Medipack. So. Nein, nicht wegstecken. Bist du tot? Yes. Hui. Hui, hui, hui. So, genau, da in der Mitte ist so ein Gitter, das zu ist. Da müssen wir sicherlich durch. Und dann. Ja, komm, wir schwimmen mal eine Runde rum. Genau, da kommt man später wieder raus. Da war ich auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob man hier runterkommt oder ob das dann. Doch, doch, das scheint zu funktionieren. Gibt keinen Gegenstrom. Genau, hier kannst du einmal Luft holen. Ah, nee, das geht doch nicht. Das geht doch nicht, weil man da, glaube ich, von woanders runterkommt. Oder? Ja. Kannst du mal gucken? Oh Gott, ja, das ist eine super Ansicht. Ja, ich glaube, da fällt sie nur irgendwie runter. Sonst können wir da nämlich nichts machen. Da ist noch eine Leuchtrakete. Ist hier noch was? Ja, genau, da kommt sie nämlich runter geschlittert. So, dann geht's erstmal wieder zurück. So, hier hoch, hoch, hoch. Und noch weiter. So, alles klar. Dann können wir hier noch hoch. Genau, was war hier noch? Genau, da war eigentlich, soweit ich sehen konnte, nichts. Hier ist doch nichts. So, dann gehen wir hier mal weiter. Da unten ist auch nichts im Wasser. So, hier unten ist an sich auch gar nichts. So, dann hier um die Ecke ist auch nichts. Da kann sie wieder hoch. Genau, da kamen wir her. Jetzt sind wir echt schon einmal halb rumgeschwommen. Okay, hier befindet sich auch nichts mehr. Ja, also im Grunde genommen. Hier gar nichts Geheimnisvolles in diesem See, wenn das überhaupt hier der See sein soll. Ist da noch irgendwas? Gut, ich denke, es geht dann hier in dieser Richtung weiter. Ach, hi. Eine kleine Fledermaus. So. Hinten war, glaube ich, nichts mehr. Gut. Ja, Fledermaus, hallo.
So, sonst noch jemand? Ich höre noch was. Oder ist das nur... Ist das nur Feuer? Ist das nur die Fackel? So, und genau hier bin ich eigentlich beim letzten Mal auch stehen geblieben, weil ich nicht gecheckt habe. Mach mal eine Fackel an. Wie das hier laufen soll. So, hier ist nämlich nichts. Da können wir nicht weiter nach oben. Und hier unten. Warte, auf der anderen Seite guck ich auch nochmal, ist auch nichts, oder? Nee. Genau. So, warte, dann speichern wir erst einmal. Und dann ist das Ding. Wir können da vorne durch. Ich glaube, dann kommen wir gleich in das Wasser, wo wir vorhin waren. Und wenn wir jetzt hier runter gehen. Gott, ich bräuchte einfach eine bessere Ansicht. Kann sie da irgendwie weiter nach oben? Du kannst dich da zumindest jetzt nicht festhalten. Okay, wie ist es jetzt hier? Nee, das sieht alles auch nicht danach aus. Okay, also vorsichtig gucken wir mal nach oben. Okay. Und vorsichtig möchte ich auch gerne nach unten gucken. Das wird hier wahrscheinlich nichts. Okay, da rutscht sie dann runter. Und wenn wir halt direkt runtergehen, ja, sind wir tot. Ja, oder muss ich mich dann festhalten? Denn ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch nicht viel besser oder anders. Du kannst ja mal vorsichtig hier runter. So, da rutschst du runter. Dann hältst du dich hier auch fest. Und dann kannst du von hier auch nicht weiter. Und wenn sie da hinten durchfällt, dann... Das muss doch gehen, oder? Dass sie da hinten durchgeht. Okay, ich wusste nicht, dass das möglich ist. Ich dachte, das geht gar nicht. So, und hier kommst du auch nicht weiter. Nee. Da rutschst du nämlich auch nur runter. Okay, das machen wir nochmal. Denn ich möchte jetzt wissen, ob sie da doch woanders landet, als ich dachte. Vielleicht habe ich das letztes Mal. Huch, okay. Das war noch nicht das Ende von dem hier. Okay, dann kommt sie nur da runter. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut. Ja, genau, dann bin ich hier. Und ich dachte letztes Mal, es würde überhaupt nichts bringen, hier zu sein. Aber wer weiß, vielleicht bringt es ja doch was. Du kannst, glaube ich, noch. Oder bist du da auch gleich am Runterrutschen? Nee, hier noch nicht. Gut. Guck noch mal in die Richtung. Ist da irgendwas noch? Nee. Oh, oh Gott, ja. Aber jetzt. Nein. Ach so, jetzt bin ich hier. Jetzt ist sie hier und da fragen wir uns, was bringt uns das? Weil an diesem, ja, das war dumm. Weil an diesem Ding hier kann sie sich nicht festhalten, soweit ich das. Oh, was? Oh Gott, ernsthaft? Beim letzten Mal ging das nicht. Ich schwöre. Gut. Dann funktioniert das jetzt. Auch wenn ihre Füße da drin ein bisschen verschwinden. So, aber ich denke, ja. Keine Ahnung, wo wir rauskommen, ehrlich gesagt. Ja, schön. Schön hier oben. Ach so, ich müsste darüber, ne? Okay. Das war herzlich dämlich.
So, aber kannst du denn von hier? Ach nee, das. Ah, verstanden. Okay, das fängt erst weiter oben an. Das heißt, wir müssen wirklich hier hoch. Dreh dich mal ein bisschen, damit ich das andere Ding sehen kann, wo das anfängt. Da oben. Ja, dann versuche ich jetzt auf diese Plattform zu springen. So vielleicht. Dreh dich mal ein bisschen. Und dann müsste ich ja irgendwie so ein Rückwärtssalto machen. Oh Gott, oh Gott. Ey, das war gar nicht mal schlecht. Nur leider wieder mal knapp vorbei. So. Nochmal das Ganze. Wieder ein bisschen drehen, bitte. Nicht runterrutschen. Nur drehen. So, nach oben. So, dann ein bisschen diese Richtung drehen. Backflip. Oh, Scheiße. Ah, nein. Wieder ein Stückchen vorbei. In die andere Richtung diesmal. Das, da hat man wohl ein Talent für. So. Also wirklich eigentlich komplett einmal die Hälfte rum. So, komm, das kriegst du doch hin. So. So. Yes. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Vorsichtig umdrehen. Vorsichtig rangehen und ranspringen. So, und dann bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Ich denke, wir müssen auf diese Plattform hier. Wahrscheinlich auch mit einem Rückwärtssalto, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wie das anders gehen sollte. Yay. Oh nein. Ah, Gott, oh Gott, ja. Du solltest nicht vorwärts laufen. So. Ey, du solltest dich umdrehen, nicht laufen. So, jetzt bitte nochmal drehen. Laufen, hochspringen, ducken und durch. Wieder so ein kleiner Weg hier zum Ducken. So, geh mal rückwärts da runter. Eine andere Richtung. Ja, da. So, ja, nein. Wieder ein Stückchen zurück. So. Okay, und jetzt auf gut Glück lassen wir uns fallen. So, wo sind wir hier? Was haben wir hier? Ich sehe nichts. Da ist wieder sowas. Kann ich das ziehen? Mit meinen Lieblingsalligatoren. Okay, gibt es hier sonst noch irgendwas zu holen? Beziehungsweise. Ja, ich muss mich jetzt wahrscheinlich da wieder ins Wasser niederlassen. Sonst war hier wirklich nichts, oder? Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe und diesen ganzen Weg nochmal gehen muss. Das wäre ein wenig nervig, aber ich glaube, wir haben das, was hier zu tun ist, getan. So, dann darfst du. Wo war es? Hier. Gleich wieder ducken. So, ja, bitte weiter. Zeit. Wir haben noch gut Zeit. Die Hälfte ist vorbei. So, okay. Jetzt vorsichtig. Vorsichtig zurück. Beziehungsweise zu den Schrägen.
Ach so, okay. Na, ja, das können wir gelten lassen. Das können wir gelten lassen. Wenigstens kommen wir zurück. Und ich muss möglichst schnell jetzt aus diesem Wasser raus, damit ich nicht gleich zerfleischt werde, ey. Ah, vielleicht ist das dafür hier, damit ich da stehen kann und meine Lieblingsfreunde ein bisschen zerschießen. So, wir nehmen die normale, bitte. Ja, komm her. Oh Gott, jetzt ist das Ding so weit weg. Ja, dann kann ich auch die normale nehmen. Stirbst du? Yay, ich glaube, es ist tot und ich glaube, es war da ein wenig gefangen. So, was ist mit dem zweiten Dude? Der scheint sich nicht blicken zu lassen. Okay. Ja, dann versuche ich doch nochmal in der Mitte durchzugehen. Möglichst natürlich ohne, dass der mich in die Finger kriegt, beziehungsweise ins Maul kriegt. So, geh mal schnell hier raus, bitte. Bist du? Ist er hier irgendwo? Nein, nein. Ah doch, da hinten bist du. Ja, komm. Wieso visiert sie nicht an? Gott, der ist schon recht schnell. Aber wir haben es gerade so hinbekommen. Okay. Supidupi. Dann geht es durch das Tor. Tauchen geht ein wenig schneller. So, da geht's unten weiter. Da kann sie stehen. Okay. Dann geh doch mal kurz hier hin. Dann hier hin und dann gucken wir mal, was sich so hier machen lässt. Da ist noch mal ein bisschen Muni. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch noch was. Okay, aber ich glaube, sonst ist hier eigentlich nicht so viel, was wir machen können, oder? Das andere ist alles zu weit oben. Diese Säulen. Okay, kannst du denn auf der anderen Seite auch. Huch, was war das? Ich habe das nicht richtig gesehen. Was war das? Da ist irgendwas unten. Ist das gut? Was ist das? Ein Hebel. Ein Hebel. Und jetzt? What's happening? Gut, gucken wir erst einmal, was hier noch so ist. Oh, ja, spring dagegen. Und da war, glaube ich, noch ein Medipack. So, nochmal Shotgun. So, Medipack nehmen wir auch noch. Gut, und dann ab ins Wasser. So, hier unten bist du aufgegangen? Warst du vorher zu? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch eine geschlossene Tür, ne? Da können wir nichts machen. Nee, können wir nichts machen. Ja, das war ja gleich ein Volltreffer. Okay. Und dann geht's weiter hier runter. Ja, das sieht ja auch super aus hier. Ah, wieso geht's da nicht weiter? Mir fehlt irgendwas.
Irgendwas ist noch nicht richtig. Ist hier unten noch irgendwo was? Kein weiterer Hebel. Den haben wir gezogen. Und hier ist auch nichts. Was ist da oben noch? Nichts. Vielleicht muss ich doch noch mal in diesen anderen Raum jetzt zurück. Beziehungsweise irgendwo war doch auch noch eine geschlossene Tür. Wir waren dort unten. War da. Nee, da kamen wir wieder hoch, ne? Genau, da kamen wir wieder hoch. Aber irgendwo war doch noch was geschlossen. Du, da waren wir, genau. Da haben wir das Ding gezogen. Sonst war hier nichts mehr. So, da war auch nichts mehr. Da leuchtet es irgendwie rot, aber wahrscheinlich nur, weiß nicht, irgendwelche Lichter. Genauso wie hier. Ja. Also ich glaube, meine einzige Möglichkeit wäre jetzt in diesen Raum nochmal zurückzukehren. Ah, nee, warte, da hinten war doch auch noch zu, oder? Gott, ich bin schon echt verwirrt. So, kannst du jetzt hier hoch? Bitte? Und dann nochmal da hinten nachschauen, ob sich da was getan hat. Und dann gab es doch noch die eine Tür, wo der Button nichts bewirkt hat oder nicht funktioniert hat. Ah nee, ach Quatsch, hier waren wir da oben. Okay. So. Ja, ist ein bisschen enttäuschend jetzt, dass es da nicht sofort weiterging. So, schwimmen, schwimmen wir mal weiter. Okay, und da war doch jetzt der Durchgang zum Ducken irgendwo. Hi, okay, das heißt hoffentlich, ich bin auf dem richtigen Weg. Thank you for dying. So, genau, da hinten war nichts mehr. Aber ich war doch nicht so weit weg vorher, oder? Von diesem Ort, wo ich jetzt hin wollte. Nee, weil da komme ich doch jetzt nicht mehr hoch. Okay. Ich war da doch noch gar nicht vor allzu langer Zeit. Und jetzt habe ich schon keinen Plan mehr. Wo das war, wo ich hin wollte. Ah, doch, da hinten, habe ich doch gesagt. Hä? Ich habe das vorhin nicht gesehen. Bitte lass jetzt etwas dort geschehen sein, sonst weiß ich nicht weiter. So, dann geht's. Ach ja, hier, bitte einmal vorbei.
So, da geht's weiter durch. So, kannst du da wieder stehen? So, dann glaube ich, dreh dich mal um, bitte. Geht's hier irgendwo raus, ne? Ach so, einfach da an der Wand. Gut, genau, jetzt sind wir wieder hier. Hat sich hier irgendwas getan? Nein, sieht nicht so aus. Och, Mann. Oder hat sich hier was getan? Ich meine, gut, hier sind noch ein paar Sachen zum Aufheben. Aber ich glaube, keine Tür oder sonstiges. Oder doch? Oder doch? Warte, warte. Lara. Bitte noch mal runter. Nee, hier ist gar nichts außer ein Medipack. Ja, dann nimm das Medipack bitte. Dann kannst du auch wieder aus diesem Spalt raus. So, genau. Und jetzt ist die Frage, was hat es mit diesem Ding hier auf sich? Und ich habe keinen Plan. Sie kann da nichts machen. Ich denke, wir müssen da irgendwas benutzen. Keine Ahnung. Was wir noch nicht haben. Und keine dieser Türen ist offen. Ha. Kannst du hier irgendwie hoch? Nee. Ich glaube, das habe ich schon ausprobiert. In der Folge, die nicht hochgeladen wurde. Ja, schade, schade. Irgendwo war doch noch eine Tür, oder? Eine geschlossene Tür mit Button. Aber wo? Aber wo? Ja, hier sehe ich keinen Weg, irgendwie jetzt weiterzukommen. Die Tür sieht halt so ein bisschen komisch aus, aber ich denke, das wird sich dann ergeben, wenn es hier irgendwie weitergeht. So, genau. Du kannst gleich wieder zurück. Ja, und dann müssen wir schauen. Irgendwo war doch noch was. Aber wo? Huch, ja komm. Komm, Lara, du schaffst das hier irgendwie hoch. Nein, okay, dann schaffst du es da hoch. Okay. Ha, so. Und jetzt. Irgendwas muss sich doch jetzt in der Mitte getan haben. Und sonst war doch hier wirklich nichts. Ist überall nichts an den Wänden. Nichts hier unten. Da war ich unten drin. Hier ist sonst nichts zu holen. Da ist einfach nur so eine Plattform. Joa. Wieso geht es hier nicht weiter? Das kann doch nicht sein. Erstmal Luft holen. Luft holen, nochmal ein bisschen rumschwimmen. Dann nochmal hier unten hinschauen. Ich meine, ich weiß, es wird jetzt kein. Ah, oh Gott, sie kann die aufmachen. Im Ernst? Seit wann geht das denn? Das hätte ich jetzt echt nicht vermutet.
Es war wirklich Glück, dass ich das jetzt ausprobiert habe. Oh Gott, ey, wo geht's weiter? Ich brauche ein bisschen Luft. Oh Gott. Lara, dreh dich um, bitte. Und schwimme zur Luft. Gibt's hier Luft? Oh Gott, es gibt hier keine Luft. Wo gibt's hier Luft? Scheiße. Im Ernst jetzt? Wo ist die Luft? Kannst du die. Gott, hier ging es irgendwo weiter, ne? Hier ging es irgendwo weiter. Wo ging es weiter? Geht's hier weiter? Nein, hier kam ich her. Nein, hier kam ich her. Fuck. Ja, ich sterbe dann mal, würde ich sagen. Damn it.